Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Corona raubt den Kranken den Atem, aber Corona raubt auch dieser ganzen Republik die Luft zum Atmen in weiten Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und auch nach Monaten der Corona-Pandemiebekämpfung ist es uns noch nicht gelungen, die Logik des Lockdowns zu durchbrechen. Noch immer diktiert praktisch das Virus der Politik, der Exekutive, des Handelns. Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, und zwar gerade jetzt, wenn die Ministerpräsidenten, mit der Kanzlerin ringen um die richtigen weiteren Schritte, dass wir endlich das diskutieren und beschließen, was erforderlich ist, nämlich eine Abkehr von der reinen Konzentration auf Inzidenzwerte und hin zu einem Stufenplan, der ein intelligenteres Konzept darstellt und der dann bei zurückgehenden Infektionsgeschehen ein regionales Öffnen ermöglicht nach einheitlichen Standards, die in ganz Deutschland gelten, meine Damen und Herren. Das ist notwendig, damit aus dem Lockdown kein Knockdown der ganzen Wirtschaft wird. Viele Mittelständler, Friseure, Handwerksbetriebe, Gaststätten und Einzelhändler haben sich von Monat zu Monat durchgekämpft. Sie stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, und sie erwarten von uns anderes als nur ein Hinausschieben, ein Verlängern und Verschärfen des Lockdowns. Und meine Damen und Herren, das ist kein Verharmlosen der Gefahr. Wir sehen durchaus die Gefahr der Mutationen, aber wer jetzt mit Vermutungen und mit Angst vor Mutationen hier arbeitet, der muss sich dann, wie die Bundesregierung, auch fragen lassen, warum eigentlich in Deutschland monatelang nicht entsprechend genomsequenziert wurde. Jahrelang haben die Experten das eingefordert, jedenfalls über ein Jahr, aber die Bundesregierung hat, so die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von mir im Dezember noch, nur jede 1.600. Corona-Testprobe überhaupt sequenziert. Dann über Mutationen zu sprechen, ist ein Skandal. Das ist ein Versagen, ein Versäumnis der Bundesregierung, das Sie sich hier vorhalten lassen müssen. Wir haben diese Debatte hier beantragt, den Antrag gestellt, und dass die Grünen auch einen Antrag eingebracht haben, der in die gleiche Richtung geht, das werten wir als eine Unterstützung, eine Bestätigung unseres Vorschlages. Wir haben uns getraut, und es erfordert Mut, die Stufen auch konkret auszudefinieren. Darüber kann man streiten. Da gibt es bestimmt auch Diskussionen, ob die Zuordnung genau richtig ist. Aber wir haben den Mut, konkret diese 7 Stufen zu definieren. Wir legen damit vor. Und ja, wir glauben, dass wir weg müssen von der reinen Inzidenz. Das ist ja ein politischer Wert, 50, 35, im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Wir schlagen stattdessen einen dynamischen Faktor vor, der auch den Impffortschritt berücksichtigt, der die Bedrohung von Risikogruppen und deren Schutz durch FFP2-Masken berücksichtigt, der innovative Technologien berücksichtigt, wie zum Beispiel HEPA-Filteranlagen, die virenhemmend sind, und natürlich auch die Auslastung der Intensivbettkapazitäten mit in das Kalkül einbezieht. Das ist intelligenter als die reine Konzentration auf den Inzidenzwert. Und, meine Damen und Herren, Inzidenzwerte sollen ja dazu beitragen, dass Gesundheitsämter überhaupt die Infektionsketten nachvollziehen können. Wir glauben, mit einer besseren Organisation, mit einem besseren Management und vor allen Dingen mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter könnte auch eine größere Zahl von Infektionen nachvollzogen werden. Das würde dann dafür sorgen, dass wir eben auch Bereiche der Wirtschaft und vor allen Dingen Kindergärten und Schulen endlich wieder öffnen könnten. Das fordern wir ein. Und, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Vor diesem Hintergrund muss die Bundesregierung endlich auch erklären, warum die Digitalisierung nicht vorankommt und dass jetzt das Helmholtz-Zentrum eine Ausschreibung aufheben musste, die dafür sorgen sollte, dass SORMAS endlich eingesetzt wird, ist ein Skandal. Ich glaube, Sie müssen die Digitalisierung der Gesundheitsämter endlich zu einer Erfolgsgeschichte machen. Das fordern wir von Ihnen mit Nachdruck an der Stelle ein, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Michael Theurer. Jetzt waren Sie am Schluss, ne? Ja, war auch Zeit. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Abend. Ja, ne? Allgäu. Herr Thome kennt das. Allgäu. Was?
So, wir kommen jetzt weiter. Dankeschön Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Rudolf Henke.